was Sie jetzt kriegen, ist ein wirklicher Verkaufsvortrag, ja, nachdem wir jetzt keinen Verkaufsvortrag gehört haben, kommt jetzt ein wirklicher. Was ich Ihnen verkaufen möchte, ist einfach nur eine Idee. Ja. Ist die Idee, sich mit Daten und mit dem, was man heute so als Schlagwort als Big Data bezeichnet, wenn Sie das nicht schon gemacht haben, ein bisschen stärker auseinanderzusetzen, weil es ein Thema ist, das alle Bereiche umfasst. Insofern gehen wir jetzt ein bisschen in einen Helikopterflug natürlich und ich versuche Ihnen nur ein paar Headlines zu liefern, denn mehr ist in 20 Minuten wahrscheinlich nicht möglich. Zum Begriff selber Big Data, die klassische Definition ist, Big Data sind jene Daten, die wir bisher mit herkömmlichen Mitteln in ihrer Quantität, also im Volume, in ihrer Geschwindigkeit, Velocity und in ihrer unterschiedlichen Struktur nicht verarbeiten konnten oder nicht mit normalen Aufwänden verarbeiten konnten, wo wir jetzt Technologien haben, die das möglich machen und die uns zu neuen Möglichkeiten führen. Tatsächlich aber verwenden wir heute im Sprachgebrauch Big Data für unsere vernetzte Welt, also für die vielen Punkte, an denen heute Daten generiert werden und die diese Daten natürlich nicht nur generieren, sondern auch weiterleiten. Und also Big Data steht heute für unsere vernetzte Welt und einer der wesentlichen Aspekte für den Impact dieser Vernetzung ist die mobile Revolution. Wenn Sie sich die zwei Bilder anschauen, vielleicht kennen Sie sie, das ist die Bekanntgabe der Papstwahl 2005 und 2013. Und das ist nicht so, dass alle jetzt Kerzen angezündet haben, sondern es hat jeder ein Handy in der Hand und filmt das mit. Und wenn Sie schauen, das sind 8 Jahre dazwischen. Und an den 8 Jahren, und das jetzt Menschen, die am Petersplatz gehen, um zu hören, dass wer der neue Papst ist, sind nicht unbedingt überwiegend Digital Natives, sondern das ist durchaus ein repräsentativer Querschnitt, würde ich sagen. Und an dem sehen Sie, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, was diese mobile Revolution bedeutet. Und das Zweite ist, was mittlerweile mit vielen Forschungsprojekten begleitet wird, Human-Computer Confluence, also die immer stärkere, das Merging zwischen Mensch und Computer. Immer mehr sprechen wir mit Computern, wenn man so will, und sie mit uns, oder wir sprechen gar nicht mehr, wir tragen sie, sie übernehmen Funktionen. Google Glass ist eines der meistdiskutierten Projekte, für die es schon Verbotsschilder gibt, bevor das Produkt noch wirklich am Markt ist. So polarisiert das natürlich auch die Gesellschaft, aber wir haben ein viel intensiveres Gerät ja auch schon bei uns, das ist das Smartphone mit bis zu 19 Sensoren, die im Prinzip so ziemlich alles rund um uns wahrnehmen. Der nächste Sprung, der gerade im Gang ist, der ist aber noch bedeutender für diese Datenentwicklung. Das ist Internet of Things genannt, also wenn die Dinge mit dem Internet verbunden sind und auch miteinander kommunizieren können, eigentlich müsste man sagen, the Internet of Everything. Wenn wir uns diese Statistik anschauen, die zeigt, wie viel mit dem Internet verbundene Dinge gibt es auf der Welt. Und da sehen wir, dass irgendwo so 2008, also im Jahr, als Kaffeepuls gegründet wurde, wie ich zuerst gehört habe, wir gleich viele mit dem Internet verbundene Dinge auf der Welt gehabt haben wie Menschen. Und wenn wir uns die Prognose, und das ist eine eher konservative Prognose, anschauen, 2020 werden wir 50 Milliarden mit dem Internet verbundene Dinge auf der Welt haben und 7,6 Milliarden Menschen. Das heißt, im Durchschnitt kommt auf jeden Menschen, kommen 7 Dinge, die schon mit dem Internet verbunden sind. Das heißt, die miteinander und mit dieser Welt der Dinge kommunizieren können. Das wichtigste Takeaway für heute aus meiner Sicht, und Sie kriegen da einen sehr komprimierten Vortrag natürlich, wo alle unterhaltenden Faktoren jetzt ein bisschen ausgeblendet worden sind. Was sind die Big Data Treiber, die diese Entwicklung am meisten bestimmen werden? Das eine sind Predictive Analytics, also die Möglichkeit aus Datenanalysen Vorhersagen zu machen.
Das zweite ist das Crowdsourcing, also die Zusammenarbeit von vielen auf Plattformen. Das dritte ist Gamification, also die Implementierung von Spielmechanismen in Nicht-Spiel-Vorgängen. Und das vierte ist die Visualisierung und Simulation, also die Möglichkeiten, die wir heute haben, diese Daten auch umzusetzen in Visualisierungen, die es ermöglichen, den Sukkus aus diesen Daten sehr schnell aufzunehmen und zu verarbeiten, beziehungsweise es einzuführen in Simulationsprojekte, auf die ich dann später noch zu sprechen komme. Bleiben wir kurz bei den Predictive Analytics, also bei den vorhersagenden Analysen. Die Methoden sind heute schon so gut, dass man eigentlich auch die Gleichung machen kann. Big Data ist Big Analytics. Warum brauchen wir das? Warum brauchen wir Vorhersagen? Weil in einer schnellen Gesellschaft und in schnellen Vorgängen die Prognose das Wichtige ist und die Diagnose viel zu langsam ist. Wenn Sie heute Tontauben schießen, dann wissen Sie ganz genau, wenn Sie auf die Scheibe zielen, treffen Sie sicher nicht. Sie müssen dorthin zielen, wo die Scheibe sein wird, wenn die Kugel ankommt. Genau das ist eine Prognose und genau das ermöglichen Datenanalysen. Und wenn wir uns einige Beispiele anschauen, zum Beispiel die Frage, welcher meiner Mitarbeiter wird kündigen, das hat Hewlett-Packard gemacht und macht es auch noch immer. Sie haben es Flight Score genannt, waren nicht sehr interessiert daran, logischerweise, dass es zu bekannt wird. Aber sie haben einen Algorithmus entwickelt, der aus unterschiedlichsten Analysepunkten eine Vorhersage gemacht hat, welcher Mitarbeiter hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er im nächsten Jahr kündigen wird. Das ist für ein Unternehmen wichtig, weil bei manchen will man das, da kann man es fördern, und bei manchen will man es extrem nicht. Und dort kann man schauen, dass man es verhindert. Nach dem gleichen Muster werden heute ja schon Churn-Analysen auch gemacht. Das heißt, welcher Kunde ist in Gefahr, die Kundenbeziehung zu lösen. Und wenn ich meine Mittel dort konzentrieren kann, sind sie viel sicherer eingesetzt, als wenn ich mit der Gießkanne drüber gehe und sage, ich versuche jeden Kunden, egal ob er gefährdet oder nicht gefährdet ist, zu halten. Wann muss ich das nächste Mal ins Krankenhaus und für wie lange? Wer hat sich diese Frage gestellt? Eine Versicherung logischerweise. Und die hat einen Wettbewerb für 3 Millionen Dollar ausgeschrieben in den Vereinigten Staaten und hat gesagt, finde einen Algorithmus, der es möglich macht, aus den Versicherungsabrechnungsdaten des letzten Jahres vorherzusagen, ob ein Kunde von mir im nächsten Jahr ins Spital muss und wie lange er muss. Warum? Die Kritiker haben gesagt, weil ihr den Vertrag kündigen wollt. Die Versicherung hat gesagt, nein, überhaupt nicht. Wir wollen diesem Kunden helfen, dass er nicht ins Spital muss, denn das hilft ihm und spart uns Kosten. Wer wird im nächsten Jahr sein Haus verkaufen? Auch eine Big Data Anwendung für Immobilienmakler, heißt SmartSIP, und macht nichts anderes aus verschiedensten Datenpunkten einen Wahrscheinlichkeitskoeffizienten zu errechnen, mit dem jemand sein Haus verkaufen wird, obwohl er es noch nicht weiß. Das Interessante daran ist, dass natürlich, wenn ich heute Immobilienmakler bin, ich weiß, wen ich mir auf meine Besprechungsliste fürs nächste Vierteljahr nehme, weil der weiß zwar noch nicht, dass er sein Haus verkaufen wird, aber er hat eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn ich meine Streuverluste in den Gesprächen mindern will, dann macht es Sinn, das einzusetzen. Und das klingt vielleicht jetzt auf den ersten Blick etwas grotesk, aber Sie werden es vielleicht gelesen haben, Amazon hat vor ungefähr 3 Wochen ein Patent eingebracht für einen Prozess, der es möglich macht, Ihnen Ware schon zu schicken, obwohl Sie sie noch nicht bestellt haben. Was steckt dahinter? Wir sind wieder bei unserem Tontauben-Modell. Ja? Ich muss die Ware in Wahrheit schon losschicken, bevor Sie noch wissen, dass Sie sie bestellen werden, sonst ist sie nicht rechtzeitig da. Und unter rechtzeitig verstehen wir heute in Amerika, du weißt es, tobt der Kampf Same-Day Delivery. Also wenn eine der großen Issues zwischen eBay und Amazon und anderen, aber wenn ich am selben Tag liefern will, also wenn ich an dem Tag, wo ich mir in der Früh einfällt, ich brauche was, am Abend das beim Kunden haben will, dann muss ich es vorher wegschicken.
weil ich sonst physisch nicht in der Lage bin. Und Amazon hat da einen sehr guten PR-Stand gemacht, indem sie gesagt haben, wir wollen Drohnen einsetzen, um unsere Pakete zu liefern. Ich glaube nicht, dass die ernsthaft daran denken, mit Drohnen das zu liefern. Aber es gibt kein schöneres Bild, als wir tun alles, um ganz schnell die Ware zu dir zu bringen. Crowdsourcing, der Mechanismus der Zusammenarbeit auf digitalen Plattformen. Hier sind einige Beispiele. Sie können jetzt einen Test machen, wenn Sie alle 5 kennen, sind Sie sehr gut. Wenn Sie nur Wikipedia kennen, sind Sie auf dem Sektor nicht so gut informiert. Würde ich sagen, wenn Sie 2 davon kennen, auch schon sehr gut. 99design ist eine der großen Grafik-Zusammenarbeitsplattformen, wo Sie Grafikleistungen hin exportieren können. Wikipedia ist bekannt. TripAdvisor, wahrscheinlich nützen viele. Airbnb, wer kennt Airbnb? Wir sind ein sehr informiertes Publikum. Ich muss Ihnen sagen, dass der bisherige Rekord ist. Normalerweise, selbst bei 500 bis 1000 Menschen, sind maximal 10% wissen über Airbnb Bescheid. Ja, also die größte Zimmervermittlungsplattform mittlerweile, die es auf der Welt gibt, fast allen Ländern mittlerweile. So, und Kickstarter kennen Sie wahrscheinlich auch, also Crowdfunding. Und da hört man oft dann von Menschen, naja, das ist ein bisschen eine Spielerei und dann hat halt dort einer ein Projekt und dann kriegt er ein paar tausend Dollar. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel zeigen. Bei Kickstarter hat eine Company aus Palo Alto gesagt, wir wollen eine Uhr herausbringen und die Uhr soll ein digitales Ziffernblatt haben, sprich, du kannst dir dein eigenes Ziffernblatt da draufladen und du kannst es auch wechseln, so oft es willst. Und sie wollten 100.000 Dollar haben. Aus den 100.000 Dollar sind 10 Millionen geworden. Das heißt, ein Unternehmen, das gesagt hat, ich brauche Geld für meine Entwicklung, und ich will 100.000 Dollar haben, hat 10 Millionen Dollar bekommen ohne Gegenleistung. Ja, also da bist du nicht beteiligt an Pebbles, sondern du hast das unterstützt. Das nur als Hinweis auf die Dynamik, die im Crowdsourcing liegt. Und Crowdsourcing ist sicher eine der ganz großen Felder, wo es noch viele Entwicklungen geben wird, mit dem Einsatz von Big Data. Gamification. Es gibt, glaube ich, keinen Bereich, der nicht Schritt für Schritt gamifiziert wird. Die Verkaufsplattformen sind nur ein Beispiel, aber auch viele andere Bereiche. Und Visualisierung und Simulation sind weitere Felder, die es überhaupt erst möglich machen, die Ergebnisse von Datenanalysen so handhabbar zu machen, dass wir sie für unser tägliches Leben einsetzen können. Und was werden wir bekommen? Wir werden bekommen, zum Beispiel, und ich kann mich hier nur, ich kann gar nicht auf den ganzen Gesundheitsbereich eingehen, ja, wo es einer der dynamischsten Bereiche im Moment, Digital Health, ja, aber wenn Sie sich vorstellen, Navigationssysteme für alle Lebensbereiche, also für Ausbildung, für Partnerschaft, für Karriere, für Gesundheit, egal welchen Bereich Sie nehmen, wir werden Coaching-Systeme bekommen, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Warum? Weil unsere Welt so komplex wird, dass wir ohne diese Coaching-Systeme viel zu langsam sind und in vielen Segmenten einfach nicht mehr mit können. Stellen Sie sich mal vor, Sie steigen in Ihr Auto ein, sprechen die Adresse, innerhalb von einer Sekunde sagt Ihnen das System erstens, wie Sie fahren müssen, zweitens, wann Sie ankommen, drittens, wenn es irgendwelche Behinderungen gibt, welche Umleitungen es gibt, und zeigt Ihnen auch simuliert Ihnen den Weg, den Sie fahren müssen. Also Sie können sich vorher anschauen, aha, so und so komme ich an mein Ziel. Stellen Sie sich das vor, umgesetzt auf andere Bereiche. Sie sagen, ich möchte meinen Doktor in Medizin machen. Und Sie haben einen Navigator, der sagt Ihnen, okay, jetzt machen wir mal einen kleinen Test und dann sage ich dir, was du tun musst und wann du ankommst. Und wenn du von dem Weg abweichst, sage ich dir auch, was das bedeutet. Also wenn du 2 Wochen nicht gelernt hast, sage ich dir, dass du das Semester verloren hast. Das heißt, wir werden ganz andere Formen von Coaching-Systemen bekommen und das meine ich mit Navigationssystemen für alle Lebensbereiche.
Wer die Zukunft kennt, dem gehört sie, habe ich in meinem Buch etwas frech geschrieben, aber es ist so. Und auch das hat mit den Geschwindigkeiten zu tun. Denn wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, dann kann ich nicht darauf reagieren. Und die Veränderungsgeschwindigkeit wird einfach immer schneller. Der war mal State of the Art, ja, unschlagbar. Heute schaut der so aus, ja. Heute würde man wahrscheinlich dem linken Burschen da einen Dosenöffner schicken und man hätte ihn schon geknackt. Das heißt, wir haben eine ständige Veränderung und wir brauchen diese Vorhersagen, um uns auf diese Veränderungen einzustellen. Das Gegenteil ist die Zukunft verpasst. Jeder von uns weiß, dass er wahrscheinlich, gibt niemand, der nicht das Erlebnis schon hatte, dass er gesagt hat, das habe ich verpasst, da war ich nicht vorbereitet oder da war ich zu langsam. Es gibt ein ganz großes Beispiel von die Zukunft verpasst. Sie kennen diesen Brand. Wo immer wir auf der Welt waren, gab es den. Und dann hat Kodak einen Fehler gemacht, in dem nicht einmal sie das nicht erkannt haben, sondern sie waren der Meinung, das betrifft uns nicht. Sie waren der Meinung, das ist etwas anders. Digitale Fotografie, die haben digitale Kameras produziert. Aber vom Kopf her war das ein anderes Feld. Ja. Und wozu es geführt hat, wissen wir. Kodak gibt es nur mehr in Form eines Grabsteines. Soweit zur Notwendigkeit, uns anzupassen. Und soweit zur Frage, welche Werte spielen, welchen Wert stellen Daten da. Wir haben uns damit noch nicht ausreichend in den meisten Unternehmen und für uns selber beschäftigt. Daten sind Werte, die heute auch bilanzmäßig ansetzbar sind als Wert. Und ein paar Beispiele nur dazu aus der letzten Zeit. Also Facebook hat vorige Woche Oculus für 2 Milliarden Dollar gekauft. Oculus ist eine Firma, die sich mit Augmented Reality beschäftigt, also Datenbrillen herstellt. Und nur kurz vorher hat Facebook 19 Milliarden Dollar ausgegeben für WhatsApp, ein Deal, der stark diskutiert wurde und wo sich die ganze Welt gefragt hat, Moment einmal, 4 Jahre alt, eine Technologie, die gut, aber nicht sensationell ist, 55 Mitarbeiter, warum 19 Milliarden Dollar? Machen wir die kleine Rechnung, ja? Die WhatsApp-Rechnung. 19 Milliarden Dollar dividiert durch 450 Millionen User, ergibt einen Preis von 42,22 Dollar pro User. Was die wenigsten nicht so realisiert haben, war, dass im Gegensatz zu Facebook WhatsApp auf das Telefonbuch deines Handys zugreift. Also nehmen wir mal an, jeder dieser 450 Millionen User hat nur 10 Kontakte. Das ist als Durchschnitt nicht so viel, ja? Dann schaut die Rechnung schon so aus, dass 10 Kontakte pro User der Kontakt 4,22 Dollar kostet. Vor 3 Jahren wurde in den Vereinigten Staaten evaluiert, wie viel ist ein digitaler Kontakt wert und das lag damals schon bei 4,33 Dollar. Das heißt, eigentlich aus der Perspektive ist das gar nicht so viel. Plus, dass WhatsApp in Märkten vertreten war, in denen Facebook nicht vertreten war, dass WhatsApp mittlerweile in vielen Märkten eine größere Wachstumsgeschwindigkeit hatte. Also dann sieht man, die 19 Milliarden sind der Wert der Daten und sonst gar nichts. Das nur als eines der Beispiele. Wir könnten jetzt noch viele Beispiele anführen. Was also dahinter liegt, ist eine digitale Transformation, die gerade läuft, und zwar in unserer Gesellschaft generell, von der aber Unternehmen sehr stark natürlich betroffen sind, aber auch unsere gesellschaftliche Verwaltung, also Regierungen und Organisationen. Und diese Entwicklung geht eigentlich, zuerst ist sozusagen im Vordergrund die Profitability, also die Profitabilität gestanden. Man hat gesagt, ein Unternehmen definiert sich eigentlich über seine Profitabilität. Dann hat man gesagt,
Naja, aber die Nachhaltigkeit, die spielt schon eine Rolle, denn ohne Nachhaltigkeit kann ich nicht eben nachhaltig Profite erzielen. Und darum war der Fokus bisher sehr stark auch auf die Nachhaltigkeit. Was wir jetzt haben, und das war auch das Motto der CeBIT in Hannover gerade, ist Datability, also die Fähigkeit, mit Daten umzugehen, die Fähigkeit, aus seinen eigenen Daten Werte zu generieren, also Datability. Und diese Kombination zeigt ein bisschen, in welche Richtung die digitale Transformation geht, also dass Unternehmen datenfähig werden und stärker als bisher Rücksicht nehmen darauf, welche Möglichkeiten ihnen Daten bieten. Das war ein ganz schneller Durchlauf, um Ihnen einfach ein paar Headlines zu präsentieren aus einer Auseinandersetzung, die normalerweise mehrere Stunden dauert. Also daher bitte ich um Entschuldigung, dass ich da ein bisschen durchgejagt bin, aber ich hoffe, Sie haben ein paar Punkte mitgenommen, die Sie entweder dann nachher auch noch diskutieren oder über die Sie sich noch weiter informieren. Dankeschön.